Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage Let's Play mit Captain Reliok. Real, JOC in einem Wort. Alles klar, wir sind wieder am Start. Und Richter und Henker, ich mache da vielleicht eine Doppelfolge draus. Mal sehen. Wir müssen hier in dieses Gebäude, finde die Arbeitsstube des Statthalters. Und tja, das wird wieder ein bisschen aufregend. Hier unten mein Statusbalken da mit R3 ist gefüllt. Ich kann also bis zu 5 Leute anvisieren und killen. Das ist echt cool. Die Fähigkeit ist echt der Burner. So. Können wir hier hoch? Ich weiß es nicht. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut, das hast du gut hingekriegt. Das hat keiner mitgekriegt. Da oben ist der. So viel zu, das hast du gut hingekriegt. Augenblick. Okay. Also diese Montur ist echter Burner. Ah, oh, jetzt hat er vorbeigeworfen. Glasrohr. Du stehst nicht mehr auf. Sehr gut. Sehr gut. Das haben wir ja ganz gut hingekriegt. Einigermaßen. Da meine Augen, jetzt kann er. Bastion, finde die Arbeitsstube. Okay. Finde die Arbeitsstube. Da ist die Arbeitsstube. Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter, dann geht es doch irgendwie immer ein bisschen weiter.
Okay. Wir sind so schön leise, das ist sehr geil. Das ist super geil. Das sieht ganz gut aus. Ich war mit der Quelle zusammen, als die Mauer einstürzte. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Aber bald darauf haben wir es gesehen. Belauschen. Der Statthalter zurück? Ich bin nicht sicher. Ich sah ihn nicht nach oben gehen. Wir für ein kleines Handgeld die Händler beschützen. Nach oben gehen. Ich sah ihn nach oben gehen. Thank you.
Augenblick. Was? Ich reiß dir die Gedärme raus. Hey! Mit dem dritten Stock. Chaka! Okay. Rufe Hilfe! Wo kommt all diese Schau? Pass dich! Ich schaff's doch nicht! Das kenne ich alles schon. Du wirst leiden! So, habe ich jetzt den Schlüssel? Ich glaube, ich habe den Schlüssel, ne? Ja, super geil. Super geil. Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte. Klasse, klasse, klasse. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge und die Verborgenen. Super. Werter Vetter. Okay. Die Tahirian stimmten auf Bitte des Statthalters zu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Die Verborgenen wurden hintergangen. Tobe wie das Meer, ich versüße dein Sturm. Das ist ja wieder ein Gedicht. Ozean, Wüste, Kobra, Taube. Das kennen wir doch schon. Meer, Wüste, Kobra, Taube. Er scheint ein Bewunderer der Dichterin Arib zu sein. Mit schwerem Herzen verkündige ich Abu Abdallah, dass ich dem amtierenden Kalifen die Treue schwöre und zu seinen Lebzeiten keinen Anspruch auf den Thron erheben werde. Unterzeichnet von Jawahal. Sehr schön. Super gut.
Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von... Auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Wasif at-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Bist du es, dem ich danken soll? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treueschwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Du lässt einen Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter. Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen. Die Nachwelt kann mich dafür hängen. Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit. Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Okay. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! Und so endet der Tag doch damit, dass ich vor der Schorta fliehe. Was war das? Mann, du scheiß Esel. Na komm. Kommst du da hoch? Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Okay. Halt! Das Gesicht kenne ich! Ich falle besser nicht auf. So, jetzt habe ich es fast geschafft. Da ist noch einer. Weiß ich. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. So, okay. Melde dich bei Roshan. Ein letzter Ratschlag. So, wir haben es geschafft. Wir haben diese schwierige Mission dann doch letztendlich gut irgendwie hingekriegt. Also unsere
unsere Fähigkeit ist echt total klasse hier mit R3. Das ist echt, das ist ein Game Changer, sagst du. Das ist ein Game Changer. Wenn du dann da fünf Wachen hast und du schaffst, sie tatsächlich auszuschalten, das ist schon cool. Das ist schon cool. Ich hoffe, hier ist nichts. Ich mache gerne immer auf die Dächer und dann verabschiede ich mich von euch. So, okay. Das war ja was. Das hat ja Spaß gemacht. So, und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit einem letzten Ratschlag. Und ich glaube, dann ist dann auch die letzte Folge bricht dann an. Ich glaube es. Das sind hier meine Sachen. Weltnachforschung, wollen wir mal gucken. Siehst du, da haben wir jetzt alles aufgedeckt. Ach so, nee, immer noch nicht. Ach so, Roshan, das ist der letzte Hinweis wahrscheinlich. Ja, alles klar. Aber dann haben wir den Al-Bahamut, den Kopf der Schlange, den Oberhaupt des Ordens, haben wir dann wohl endlich aufgedeckt. Alles klar. In diesem Sinne, euer Captain Reliok, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Und freue mich dann auf das nächste Mal. Und ich sage immer so schön in Hamburg, ich sag mal tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.